Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Super Bowl-Serie. Wir haben die vierte Challenge des Path to the Super Bowl zu spielen, der New England Patriots. So, wir sind wieder im Conference Final gegen die Kansas City Chiefs, holding it down. Even deep into the second quarter, the Chiefs were having trouble getting their foot in the door and staying a threat. In this late second quarter drive, pick up where the Patriots defense left off. And hold back Mahomes and the Chiefs. Also, wir sollen unseren Gegnern, die Kansas City Chiefs, daran hindern, in diesem Drive zu punkten. Das heißt, eine reine Defense-Aufgabe, die wir hier jetzt haben. Im Arrowhead gegen die Chiefs. Da muss ich gestehen, da waren die Patriots für mich nicht der Favorit. Gerade so nach dieser Auswärtsschwäche, die sich ja so ein bisschen durch die Saison gezogen hat, der Patriots. Dass sie zu Hause eine Macht sind, da muss man nicht drüber reden. Das haben die Chargers ja auch sehr schmerzhaft erfahren müssen. Aber jetzt in dem Fall, da haben die Patriots auswärts wahnsinnig stark gespielt. So, also dann keine Punkte, kein Field Goal, kein Touchdown dürfen wir zulassen. Wir müssen die Chiefs stoppen, die sind an meiner 23. Freunde. Also dann brauchen wir schon entweder jetzt eine ganze Menge Sacks oder ein Turnover oder gleich ein geblocktes Field Goal. Weil an der 23, meine Güte. Laufspiel. Und das sind nochmal 3 Yards obendrauf. Zweiter und 7 damit. Oh weia. Freunde, das sieht nicht gut aus. Der Ball ist an der 20-Yard-Linie. Boah. Guter Einsatz hier von Jeff Heath. Dritter und 7. Dann ist ja auch kein Versuch hier, wo man, oder keine Spielsituation. Wir sind Mitte des zweiten Quarters. Da spielst du auch keinen vierten Versuch raus. Boah, schon wieder eine Completion von Mahomes. Stark gespielt. Vierter und 1. Ach, das heißt, jetzt kommt die Field Goal Unit aufs Feld. Und wenn wir dieses Field Goal nicht blocken, haben wir diese Challenge nicht geschafft. Wir dürfen ja keine Punkte in diesem Drive zulassen. Ah, ein Schritt zu langsam. Ich dachte schon, es wäre geblockt, aber das ist es nicht. Also gefailed. Wir müssen den ganzen Spaß nochmal machen. So. Wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht irgendwie mit einem meiner Verteidiger blitzend zu Mahomes durchkommen. Erster und 10, wieder an der 23-Yard-Linie. Watkins geht außen in Motion. Laufspiel. 1 Yard Raumverlust. Immerhin. 2. und 11. Wenn wir es schaffen, wie gesagt, sie zumindest, ja, natürlich nicht aus der Field Goal Range rauszubringen, aber ein bisschen, zumindest sich näher an meine Endzone heranzulassen. Das erhöht, glaube ich, die Chance auf einen geblockten Field Goal Versuch immens. Holmes. Oh, vollständiger Pass. Ball ist an der 19. Riesenplay, dritter und 6 damit. Der ist doch, ja, oh, den muss er doch intercepten. Tut er aber nicht. Vierter und 6 von der 19. Also wieder kommt der Field Goal Versuch. Und wieder versuche ich mit Awuzie zu blocken. Wir waren ja eben schon verdammt nah dran. Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich hier eine Strafe bekomme? Wir werden Sneak kassieren, weil ich noch nicht mal zum Kicker durchgekommen bin. So gut haben die Blocks der Chiefs da funktioniert. Ah, wir müssen den Sammel nochmal machen. Overload Blitz. Ich habe bis jetzt keine Chance gehabt, hier an Mahomes ranzukommen. Erster und 10. Wenn sie ihrer Regel treu bleiben, kommt jetzt wieder ein Laufversuch. Nein, diesmal nicht. Fast eine Interception durch Ryan Shazier. Wir haben einen zweiten und 10.
Overload Blitz. Laufspiel, 1 Yards Raumgewinn. Heißt, wir haben einen 3. und 9 an der 22. Und jetzt lasst zumindest, Jungs, bitte keine Yards mehr zu. Vielleicht ist ja sogar endlich mal ein Sack. Irgendwie muss man doch auch mal durch diese O-Line der Chiefs durchkommen. 3rd and 9. Da spielt der einen Screen, der Gott sei Dank in die Hose geht. So, Field Goal Versuch von der 22-Yard-Linie. Ah, Mann. Ich komme aber auch so gar nicht in den Quark. Das kann hier noch eine sehr lange Nummer werden. Meine Güte. Also da hat man die ganze Zeit über versucht, seine Verteidigung in Richtung Blitz zu optimieren. Dann kommt nicht einer durch. Er hat auch nicht einmal auf dem Boden, Mahomes. Der war gut. Schöner Tackle for Loss. Van der Esch kam da durch. Und das ist ein 2. und 13. Das war der erste richtig gute Defense-Spielzug, den wir hier im Rahmen dieser Challenge gezeigt haben. Kommt, lass uns darauf aufbauen. 2. und 13. Laufspiel. 1 Yard Raumgewinn hat das nur gebracht. Wir haben einen 3. und 12. Bleiben natürlich beim Blitz, under smoke. Wow, wunderbar. Wunderbarer Sektor von Jeff Heath. Und jetzt ist der Ball an der 31. 4. und 18. Das ist schon ein weiteres Field Goal. Und da hoffe ich doch mal, dass wir die Chance haben, hier jetzt durchzukommen. Kommt, Jungs, block that kick. Keine Chance. Da hast du keine Chance ranzukommen. Mann, 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 Mann. Da lief es einigermaßen gut. Wir haben es ja, wir haben ihn ja 7 Yards nach hinten verfrachtet. Wir blitzen mit beiden Safeties. Also fast, glaube ich, wir brauchen einen Turnover. Alles, was wir brauchen, ist ein Turnover. Wir blitzen mit beiden Safeties. Van der Esch mit dem Tackle, aber 4 Yards Raumgewinn. 2. und 6. Ich habe doch... Ja, aggressives Tackling. Da ist alles drin, was wir brauchen. Aber passiert nicht viel. 2. und 6. Das ist ein Touchdown. Das glaube ich nicht. Was macht die Marcus Ware da hinten? Vielleicht einfach mal tackle und nicht den Running Back in die Endzone schieben. Das System hat sich auch bewährt. Aber ich werde wahnsinnig. Jetzt werde ich langsam aber richtig sickig. Sehr schön. Jetzt haben wir Mahomes aber mal richtig erwischt. Die Marcus Lawrence. 9 Yards Raumverlust. Heißt, wir haben einen 2. und 19 von der 32-Yard-Linie. So, Freunde, lasst uns da noch einen oben drauf setzen. Jawohl, und das gelingt. Van der Esch, jetzt haben wir den Ball an der 40-Yard-Linie. Ein 3. Versuch und 27. So, dann nehmen wir eine Cover 3 Sky Defense. 3. und 27 von der 40-Yard-Linie. Ganz spannender Versuch. Vollständiger Pass. Ball ist an der 36. Das ist jetzt ein 53-Yard-Field-Goal. Sie probieren es. Sie probieren es. Sie haben, glaube ich, Rückenwind, oder? Also ein 53-Yard, da ist schon eine Nummer. Ah,
Oh, wieder misslingt der Block. No good. Keine Punkte. Und damit haben wir die Challenge geschafft. Dank der Blitze. Dank der erfolgreichen Sacks, die wir durchgeführt haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.